Wir haben dann in dieser Woche auch einen Antrag zum Antisemitismus in unserem Land im Deutschen Bundestag. Das war mir ein ganz wichtiges Anliegen. Wir haben leider Gottes noch immer ein hohes Maß antisemitischer Äußerungen. Wir haben auch Angriffe auf jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und das wollen wir auch dadurch besser in den Griff kriegen, dass wir einen Antisemitismusbeauftragten beim Bundesinnenminister installieren. Das war auch ein Wunsch des Zentralrats der Juden. Und ich möchte, dass wir dem Wunsch auch folgen. Und es steht auch in dem Antrag drin, den wir im Deutschen Bundestag zur Beratung haben. Dies ist auch deshalb notwendig, weil wir natürlich alle wissen, dass es neben den Rechtsextremisten in unserem Land auch eingewanderten Antisemitismus gibt, wie wir gerade in jüngsten Tagen gesehen haben, als israelische Fahnen vor dem Brandenburger Tor verbrannt wurden. Und es muss dann auch bis in unsere Schulen hineingehen. Es muss klar sein, wer in diesem Land leben will, darf kein Antisemit sein. Das dürfen wir nicht akzeptieren.